Einen wunderschönen guten Morgen, nochmal ein kleiner Soundcheck. Jaroslav, alles läuft, alles steht, wunderbar. Wir haben wie immer Dienstag, heute ist der 24. Februar, es ist 10.07 Uhr, wir fangen ein bisschen später an. Es gibt auch einige Verspätungen heute, was aber nicht weiter dramatisch ist, das kommt immer wieder mal vor. Wir haben eine relativ volle Tagesordnung. Und vorweg, ich kann leider nur bis sozusagen 12.55 Uhr, weil mir kurzfristig eine Obleuterunde aus dem Untersuchungsausschuss vorgelegt wurde oder aufs Auge gedrückt wurde. Ich hoffe, wir kommen bis dahin mehr oder weniger zeitlich durch. Und von daher, vor Eintritt in die Tagesordnung wollte ich ganz gerne dem Nico zu einer ganz besonderen Kleinigkeit kurz das Wort erteilen. Ja, so besonders nicht. Vielen Dank. Grumpy, ich wollte nur die Gelegenheit hier nutzen, euch meinen neuen Mitarbeiter vorzustellen. Das ist der Sascha Köhle. Ja. Kennen vielleicht einige von euch schon, Pirat aus Herten. Er wird mich im Landtag und im Wahlkreis bei der Kreistagsarbeit unterstützen. Das war's schon. Danke. Ja, hi Sascha. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Nico, du machst das schon mit dem, ne? Genau. So. Ich wollte ihn schon von der Kaffeemaschine verscheuchen, weil ich nicht wusste, wer das ist. Okay, kommen wir hier dann also zur Tagesordnung. Top 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Es gibt einmal den Punkt intern nach einigen Diskussionen halt auch, wie das halt oft so ist. Es geht einmal um die Ausschussumbesetzung, die Möglichkeiten, die wir da so haben. Da das ja immer Sachen sind, die beständig in Bewegung sind, haben wir da gestern etwas länger auch drüber schon diskutiert und wir schlagen da 60 Minuten fraktionsöffentlich vor für die Umbesetzung der Ausschüsse, nichtsdestotrotz halt im nicht öffentlichen Teil und dann 30 Minuten im Bereich der Personalia. Eventuell würde dies dann auch ärgerlicherweise vielleicht eigentlich nach hinten offen, aber das Zeitlimit heute ist relativ knapp bemessen. Gibt es da Rückfragen zu diesen zwei nicht öffentlichen Teilen oder gibt es weitere Wünsche über besondere weitere nicht öffentlichen Teile? Okay, nicht. Spricht sich jemand gegen diese nicht öffentlichen Teile aus? Ist auch nicht der Fall. Dann machen wir das nachher einfach so und kommen dann zu Top 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle wie immer. Ich würde wie stets gerne der Pressestelle den Vorzug geben, damit diese nämlich auch ganz schnell wieder der regulären Tätigkeit nachgeben kann. Ingo, bitte. Ja, schönen guten Morgen. Wir sind, wie ihr wisst, in einer Ausschusswoche. Demzufolge sind bereits einige Pressemitteilungen in der Pipeline. Unser Schwerpunkt wird in dieser Woche der Innenausschuss sein. Da bereiten wir heute bereits eine Pressemitteilung vor zu der Abschiebungshaft. Am Donnerstag dann für das Sachverständigengespräch zum Schutz personenbezogener Daten und noch eine weitere PM am Donnerstag zum Fackelmarsch der Rechtsextremen. Außerdem haben wir uns dazu entschlossen, die Katastrophen-App, Top-Thema von der FDP im Innenausschuss, mit Web 2.0-Möglichkeiten zu begleiten. Jetzt gerade ist eine Pressemitteilung in der Pipeline von Frank zu Thema Flüchtlinge in Köln in Kooperation mit der Ratsgruppe in Köln. Da sind wir gerade noch in der Abstimmung. Ansonsten hatten wir gestern Kontakt mit der DPA Bezug auf Herrn Priggen, der sein Amt niederlegen wird. Und ansonsten bereiten wir das Event vom 17.04. vor zur offenen Ganztagsschule. Da sind wir gerade in der Abstimmung mit Moni für Plakate, Flyer etc. Vielen Dank, Ingo. Moni, bitte. Ja, ich möchte das nicht diskutieren. Ich möchte nur noch mal eins anmerken. Ich habe mir in den letzten Wochen diese Pressemitteilung, die kommen ja immer per Mail, guck mir die an. Und ich möchte das gerne jetzt nicht hier, aber irgendwann nochmal thematisieren. Ich frage mich manchmal, was möchte uns diese Pressemitteilung sagen? Ich möchte einfach tatsächlich auch über dieses Konzept nochmal nachdenken. Ich hatte dann auch schon eine Antwort geschrieben, eine Mail, und dann war die ein bisschen böse geraten. Und dann dachte ich, nee, der Ingo und der Jens, die können da vielleicht gar nichts für. Dann habe ich den Ingo darauf angesprochen. Er sagt, ja,
Sie verkommen hier irgendwie zu einem Textweiterleiter für irgendwelche Leute. Das Dumme ist, die Sachen fallen auf den Ingo zurück, weil er ja für die Presse zuständig ist. Ich möchte das nur noch mal sagen, dass ich da Handlungsbedarf sehe, dass wir an irgendeiner Stelle das tatsächlich vielleicht doch noch mal thematisieren. Joachim, bitte. Danke. Ich möchte mich da direkt an Moni anschließen und nicht jetzt, aber irgendwann mal thematisieren, inwieweit Pressemitteilungen mit der Fraktionsstrategie, das heißt mit der übergeordneten Ebene zu tun haben und ob wir da vielleicht was optimieren können. Danke. Wir haben eine Strategie. Entschuldigung. Bericht des Ingo, natürlich. Ihr beide sprecht mir aus dem Herzen. Ich beteilige mich logischerweise auch sehr gerne an diesen Gesprächen, weil es ist tatsächlich so, dass wir sehr viel Energie hinein investieren, um entsprechend zu diskutieren hinter den Kulissen. Und die Energie würde ich sehr gerne in effektivere Tätigkeiten investieren. Vielen Dank, Ingo. Nur kurz zur Randinfo. Herr Priggen im Übrigen ist der Fraktionsvorsitzende der Fraktion der Grünen und wie man der Presse entnehmen konnte, wird er wohl sein Amt niederlegen. Und ich glaube, die Grünen werden heute auch einige Stunden damit beschäftigt sein. Das war auch gestern schon der Fall zu unserer internen Pressestrategie. Auch da wird es mit Sicherheit weitere Arbeitsrunden geben. Das ist ja etwas, was wir beständig weiter auch ausbauen in Bezug auf Landes- und Bundesebene. Dann hätten wir noch den Bericht des Fraktionsgeschäftsführers nach Möglichkeit dazwischen. Harald, hast du was? Okay. Ja. Ah ja, danke. Dann hatten wir ja gestern die Vorstandssitzung, haben die Tagesordnung für heute fertig gemacht. Der Link ist ja mit eingebaut. Mehrere interne Kleinigkeiten. Gibt es zu der Vorstandssitzung gestern Rückfragen? Frage ich einfach mal. Das ist nicht der Fall. Kommen wir zur politischen Arbeit. Wir hatten letzte Woche eine übliche Mumble-Sitzung von den Neueren, wo wir bestimmte aktuelle politische Themen halt mal diskutiert haben möchten. Und da hat Toso dankenswerterweise ein nicht ganz unerhebliches Thema mit auf die Tagesordnung geworfen und von daher für Top 3 die Rechte in Nordrhein-Westfalen. Würde ich ganz gerne Toso das Wort erteilen. Toso. Ja, danke Grumpy. Morgen, lieber Stream. Es geht bei der Organisation Die Rechte in Dortmund ja darum, dass es sich hier nur im Formalen aktuell um eine Partei handelt. Aktuell wird dieser Parteienstatus allerdings nur genutzt, um kriminelle Machenschaften zu organisieren. Und von daher sehen zumindest wir die Organisation nicht als Partei. Wir hatten dazu jetzt letzte Woche ein Mumble, wo wir das auch alles nochmal, Gesundheit übrigens, Ingo, aufgearbeitet haben. Und da hatten wir auch abgesprochen mit einigen Vertretern, auch aus anderen Landesteilen, dass wir gerne ein externes Gutachten dazu in Auftrag geben würden, um den Status da zu klären. Es gibt schon ein Gutachten aus Mai 2013, das hat das MIG in Auftrag gegeben, also das Ministerium für Inneres und Kommunales hier in NRW. Leider wird uns dieses Gutachten nicht zur Verfügung gestellt und von daher möchte ich dafür werben, dass wir selber ein Gutachten in Auftrag geben. Angebote habe ich in der Hinsicht noch keins eingeholt. Wenn ein konkretes Angebot vorliegt, würde ich das nochmal in die Fraktion bringen, um es endgültig beschließen zu lassen. Kostenfaktor wird roundabout 15.000 bis 20.000 Euro sein, so als Basislinie. Eventuell mehr, kommt halt darauf an, wie umfangreich das ausgestaltet werden soll. Wer daran mitarbeiten möchte, ist herzlich eingeladen. Ich hätte gerne erstmal euer Go dafür, dass wir so ein Gutachten anstreben. Bei Rückfragen immer gerne. Oder Fragen überhaupt. Rückfragen ist falsch. Fragen. Ich
bitte um Nachsicht, aber ich habe jetzt den Charakter des Gutachtens noch nicht verstanden. Kannst du noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen? Ja, also natürlich. Keine Bösartigkeit, sondern... Nein, du bist ja in dem politischen Prozess da nicht drin. Ist auch irgendwo schwer, in allen politischen Prozessen hier drin zu sein. Für dich noch mal als Info, es geht darum, die Struktur dieser Organisation zu beleuchten. Es geht zu beleuchten, ob die wirklich am politischen Diskurs teilnehmen, am politischen Arbeiten teilnehmen oder ob es einfach nur eine Nachfolgeorganisation der bereits verbotenen Kameradschaften wie dem NWDO oder der Kameradschaft Aachener Land oder sowas ist. Das ist Zielrichtung des Gutachtens. Zusätzlich hätte ich gerne noch einige Formalia von dem Gutachten überprüft. Denn wie wir alle wissen, ist es durchaus einfach, Fehler bei Aufstellungsversammlungen beispielsweise zu machen. Na, das sind alles Dinge, die man auch damit abklären kann. Aber, wie gesagt, es geht erstmal darum, die generelle Bereitschaft der Fraktionen abzufragen. Im Mumble waren wir uns, glaube ich, ziemlich einig, da kann Moni vielleicht gleich noch was zu sagen, dass das eine sinnvolle Vorgehensweise ist. Man könnte jetzt natürlich auch einfach auf diejenigen vertrauen, die mit den Leuten zu tun haben und sagen, machen wir einfach mal einen politischen Verbotsantrag, ist billiger. Halte ich aber nicht für sinnvoll. Also wir sollten hier schon dazu beitragen, das sinnvoll zu lösen und nicht einfach nur ein Fähnchen in den Sand zu stecken. Ich selber hatte mich kurz vorher auch schon gemeldet. Ich möchte noch anmerken, es gibt halt noch einen europäischen, einen europapolitischen Aspekt, den es dabei vielleicht auch zu beleuchten gilt. Ich sage nur, Parteienverbote auch in anderen europäischen Ländern tauchen ja immer wieder auf. Und das sind Aspekte, die da vielleicht auch mit reingenommen werden könnten. Moni. Ja, da Tose da nochmal drauf angesprochen hat, wir hatten ja darüber gemammelt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hatten wir ja eigentlich verabredet, dass wir zunächst versuchen, nochmal an das Gutachten zu kommen, was bei der Landesregierung offensichtlich vorliegt, dass wir uns erstmal anschauen, was wir damit anfangen können. Eine Frage, wer müsste so ein Gutachten erstellen? Ist das jetzt eher so eine verfassungsrechtliche Geschichte oder muss das ein Politikwissenschaftler machen oder wen würde man da versuchen ins Boot zu holen? Ich wollte gerade sagen, Dietmar gerade und ich glaube, Lukas wollte auch noch. Ja. Okay. Nee, stell mal zurück. Entschuldige, Moni, jetzt gab es gerade ein bisschen Verwirrung dadurch, dass... Also wir können das ruhig öffentlich machen, weil es gibt von gestern einen Artikel im Spiegel Online bezogen auf genau die Problematik, Verbot der Partei, die Rechte, wo ganz besonders die Partei Die Linke in Bezug genommen wird, welche aktuell ein Gutachten sich hat erstellen lassen. Und da müsste man vielleicht mal fragen, ob das Gutachten vielleicht nicht als Grundlage dienen könnte. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Ja, das ist bekannt. Gleichwohl sollten wir dieses Gutachten nicht nehmen. Kann ich dir bei Gelegenheit gerne noch näher erläutern. Geht aber in einen Teil, der bei uns standardmäßig in den nicht öffentlichen Teil gehört. Und von daher würde ich das jetzt... Doch, manche Dinge stehen da nicht drin und okay. In dem Artikel und deshalb würde ich an der Stelle. Ne? So, genau. Zu Monis Geschichte noch oder zu Monis Frage. Es gibt ja dieses Gutachten des MIG, hatte ich ja eben schon erwähnt, und das versuchen wir natürlich parallel zu bekommen. Wir müssten jetzt halt offiziell von der Gesamtfraktion bei der Landesregierung die Anfrage stellen, dieses Gutachten zu bekommen. Hatte ich eben vergessen, guter Hinweis von Moni. Auch das müssten wir jetzt einmal beschließen. Aufforderung, genau. Bis jetzt ist das nur auf einem kleinen Dienstweg gelaufen, per persönlicher Mail. Das hat keinen Erfolg gezeitigt, also muss die Fraktion da jetzt einfach offiziell nachfragen. Ja, der arkane Bereich ist ja... Nee, das ist ein Rechtsgutachten, ich berühre mich weg. Ja, ich weiß, aber das ist in der Regel dann der Punkt, der dann gerne gezogen wird. Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung von Danebot und von Creon. Es gibt die Möglichkeit, Organisationen, die sich als Partei ausgeben, aber nicht wirklich eine sind, über Vereinsrecht zu verbieten. Das hat man mit der FAP gemacht.
Freie Arbeiterpartei hieß die, das war auch eine Nazi-Truppe, die ist in den 80er Jahren verboten worden, auch vom Innenminister. Und das Bundesverfassungsgericht hat das gut geheißen, weil das wirklich keine Partei war. SS-Sigi war damals auch schon Mitglied in dieser FAP, die da verboten wurde. Die Frage ist, wird das auch Bestandteil der Prüfung oder des Gutachtens sein? Genau das ist der Punkt. Geht darum, die formellen Geschichten auf der einen Seite zu beleuchten und die politischen auf der anderen Seite. Die formellen Geschichten sind bis jetzt noch gar nicht so richtig beleuchtet worden, also überhaupt nicht. Und aus eigener Erfahrung weiß ich halt, da kann man viel falsch machen. Von daher würde ich da gerne auch durchaus Wert drauf legen, zu schauen, wie ist denn bei denen die Aufstellungsversammlung gelaufen, solche Dinge. Als kleines Beispiel, dass die da nicht sattelfest sind, das Verbotsverfahren gegen den NWDO ist angefochten worden von dem Vorstand des NWDO und ist vom Verwaltungsgericht gescheitert mit der Maßgabe, dass sie nicht vorlegen konnten, dass sie gewählt worden sind als Vorstand und dementsprechend nicht vertretungsberechtigt sind. Ja, Formalfu, genau. Kann man viel falsch machen, hat man immer wieder Spaß dran. Und auch das sollte man halt beleuchten. Man sollte da halt alle Wege gehen, die für uns statthaft sind. Ja, Frage, was meine Frage ist, was wir denn jetzt dann nach diesem Gutachten täten. Ich schätze mal, dass ein Verbotsantrag zu stellen und sich dahinter zu hängen und da wirklich erfolgreich zu sein, zwar gelingen kann, aber einen sehr, sehr hohen Aufwand bedeutet und sehr, sehr viele Ressourcen bedeutet, da reinzustecken von einzelnen Personen. Und ich bin mir an der Stelle nicht sicher, ob wir das leisten können und leisten wollen und aber leisten können und leisten dürfen, wenn Tote schon darauf anspricht. Das heißt, für wen ist das Gutachten nachher? Und was wollen wir praktisch jetzt als Fraktion mit diesem Gutachten erreichen? Okay, Toso, Harald. Also das Gutachten dient uns, irgendeiner klingelt hier immer ein bisschen viel mit dem Laptop, ja. Das Gutachten dient uns einfach, um zu sagen, das, was wir hier behaupten, stimmt. Und wenn wir dann einen Antrag stellen, diese Partei zu verbieten, machen wir das hier im Plenum und wir fordern die Landesregierung dazu auf. Das Verbotsverfahren an sich, selbst wenn es hier beschlossen werden sollte im Plenum, das Verbotsverfahren an sich kann nur die Landesregierung durchführen. Bei uns bindet das niemand. Kann gar nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist wieder Aufgabe der Exekutive. Harald? Ja, also ich verstehe das auch so, dass die Fraktion ein Gutachten in Auftrag gibt, um sich Klarheit zu verschaffen und die Voraussetzungen herzustellen zu einer Meinungsbildung zu dieser Frage, ob eben Antrag oder nicht und was überhaupt danach. Insofern auch eine originäre Fraktionstätigkeit. Muss man sehen, was dann dabei rauskommt. Also, okay. Gibt es weitere Wortmeldungen hierzu? Kreon. Ist schon klar, wohin das Gutachten gehen kann oder wie die Ausschreibung aussieht, also wer sich beteiligt? Entschuldigung, hat sich gerade vielleicht nicht deutlich genug gesagt. Nee, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir schon alles Mögliche zusammengeschrieben haben, was man prüfen lassen möchte. Der nächste Punkt wird jetzt halt sein, erstmal die Bereitschaft der Fraktionen dazu abzufragen, das zu stützen. Dann müssen wir da einen genauen Auftrag ausarbeiten, auch mit möglichen Auftragnehmern an der Stelle. Wenn, dann geht das nur extern. Wir haben hier nicht so viel Manpower über, um sowas intern zu regeln. Das ist einfach nicht machbar, wenn man das wirklich solide machen möchte. Und wenn wir dann diesen Auftrag fertig beschrieben haben, einen eventuellen Auftragnehmer haben mit den ganzen geldlichen Umgebungsvariablen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Dann kommen wir wieder mit hier in die Fraktion und dann entscheiden wir, ob wir das endgültig in Auftrag geben wollen. Auf dem Weg dahin ist jeder herzlich eingeladen, mitzuarbeiten, wie immer. Dann habe ich noch Dietmar gesehen.
Ja, Prozedere ist soweit klar, Toso. Auch die Intention ist klar. Nur eins möchte ich anmerken. Wir sind natürlich keine suprarechtliche Instanz, die im Vorfeld bereits Dinge soweit abklärt, damit wir hier einen politischen, wohlgemerkt, einen politischen Antrag einbringen können im Parlament. Wenn es so ist, dass bereits alle Fakten, die dann auch zu einer spezifizierten Auftragserteilung an einen eventuellen Gutachter niedergelegt sind, dann sind die doch im Prinzip schon ausreichend, um einen politischen Antrag, um den politischen Willen zu formulieren, der dann in einen Antrag gegossen werden kann, mit dem Ziel, bezüglich dieses Antrags gegebenenfalls eine Sachverständigenrunde einzuberufen auf Ebene des Landtags. Da wären wir nämlich genau an der Stelle, an der beispielsweise auch derjenige Gutachter benannt werden könnte, der für die Landesregierung, falls die nämlich das Gutachten nicht rausrückt, dann hier bitteschön seine sachverständige Expertenmeinung kundtun möge. Das heißt also vorgelagert, mehrstufiges System, vorgelagert, Aufforderung an die Landesregierung, das Gutachten, sei es drum vertraulich, herauszugeben. Es ist klar, dass das natürlich nicht irgendwie der Presse zugeleitet werden möge, das aus verständlichen Gründen, sei es drum. Wobei auch das natürlich die Frage wäre, Abwägungsfrage, die dann die Landesregierung zu entscheiden hätte und dann darüber entscheiden, ob wir einen politischen Antrag machen. Denn das Gutachten, das wird ein halbes bis dreiviertel Jahr, denke ich mal, in Anspruch nehmen, zeitlich. Das ist ja nicht mal eben so aus der Hüfte geschossen. Da wird derjenige Gutachter, sofern er denn sorgfältig recherchiert und sorgfältig begutachtet und seine Analyse dann darlegt, entsprechende Vorarbeit brauchen. Halbes Jahr circa, halbes bis dreiviertel Jahr. Und bis dahin ist möglicherweise die Intention, die da politisch hintersteckt, verpufft. Das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, weil andere sind möglicherweise schon weiter mit ihrer Entscheidungsfindung. Und ob wir dann nicht im Verlaufe gerade der Nacherteilung des Gutachtenauftrags im Verlaufe der weiteren Zeit hinten runterfallen und trotzdem, sage ich mal, das Gutachten am Bein haben, die Frage müsste man natürlich dann stellen. Also deswegen, wenn du sagst, wir entscheiden uns grundsätzlich zu diesem Wege, müssten wir darüber aber auch entscheiden, ob wir nicht einfach einen politischen Antrag stellen hier, vor dem Hintergrund des bisher uns bekannten Faktenwissens. Okay. Nachsatz, denn entscheiden tun das sowieso am Ende die Gerichte, einmal in Deutschland und dann möglicherweise eben auch, oder ganz sicher wahrscheinlich auch auf europäischer Ebene. Ja. Dieser zeitliche Verzug ist durchaus eingeplant, Dima. Also es geht jetzt darum, dass sich jetzt die Szene immer weiter da radikalisiert und auch aktuell immer gewalttätiger wird. Als Beispiel besucht ihr unser Wahlkreisbüro in Dortmund, werdet ihr von dem kleinen Nazi gegenüber auf der anderen Straßenseite aufgeschrieben. Ne? Schöne Geschichte. Wir haben einen Hausnazi, das ist... Wir haben unseren eigenen Hausnazi. Ja. Nee, der kriegt nichts zu essen. Der wird ausgehungert. Ja, wir müssen noch gucken, dass wir das Freifunk in die Richtung sperren. Mal schauen. genau. Ist offene Straße, da kann rumlaufen, wer will. Möchte ich an der Stelle gar nicht drauf eingehen. Sache ist halt einfach nur, Dietmar, dass das in der Taktik schon eingeplant ist, dass das durchaus gerne ein halbes Jahr dauern darf. Und ich glaube auch, dass sich im nächsten halben, dreiviertel Jahr Dinge ereignen, die unserem Gutachter quasi noch mehr in sein Gutachten diktieren werden. Einfach mal prophezeien plus 12 an der Stelle. Creon. Du sprachst jetzt praktisch von der Taktik, oder ich würde es ja eher an dieser Stelle sogar Strategie nennen. Wie du damit verfahren möchtest. So ein Gutachten wird ja, sag ich mal, traditionell bei Fraktionen dazu verwendet, um dann an bestimmten Tagen einen Aufschlag zu machen, das Gutachten auch der Presse zu präsentieren und zu sagen, okay, hier ist unser Schwerpunkt, deshalb haben wir an der Stelle ein Gutachten gemacht. Ist das so, dass du es auch so praktisch
einplanen würdest, beziehungsweise würdest du das dann tatsächlich an einer Stelle, die du jetzt zeitlich eingedacht hast, ich habe jetzt gerade die Monate vergessen, in 9 Monaten oder so, diesen Aufschlag machen und darum praktisch ein Gebäude planen und das Gutachten in die Mitte stellen, sodass du dann hier an der Stelle sagen kannst, hier ist auch ein politischer Schwerpunkt, den wir setzen. Ist das so gedacht? Das ist nicht ganz so gedacht. Das Gutachten gehört dazu. Einen politischen Schwerpunkt würde ich das nicht für die Fraktion komplett machen, sondern es ist einfach eine politische Aussage, dass wir uns an jeder Stelle gegen undemokratische Umtriebe wehren. Einmal auf der politischen Bühne, was den Innenausschuss angeht, was Bürgerrechte angeht, aber sicherlich auch, was Extremisten und Kriminelle angeht. Weil auch von denen möchten wir uns unsere Demokratie ja nicht kaputt machen lassen. Und von daher ist dieses Gutachten einfach auch ein Weg, das zu erreichen und das auch darzustellen, dass wir dagegen arbeiten, dass wir aber auch fundiert dagegen arbeiten und dass wir eben nicht einfach nur einen Verbotsantrag, einen politischen von einer halben DIN A4-Seite da ins Plenum hauen und sagen, jetzt macht mal, sondern wir zeigen an der Stelle halt auch, dass wir das fundiert ausarbeiten wollen, dass wir da auf einem festen Fundament stehen und dass wir das genau auf dieser Basis machen wollen. Dass wir uns nicht nur auf das verlassen, was wir zusammenschreiben, das Pad ist ja für alle einsehbar hier in der Fraktion, das ist ja schon recht lang an der Stelle, sondern dass wir da halt auch Externe zunehmen. Wir haben auch immer im Hinterkopf, ich glaube, das haben wir alle, dass auch wir uns bei noch so sorgfältiger Arbeit immer mal irren können, immer mal eine falsche Sichtweise an den Tag legen. Und von daher möchte ich das alles nochmal extern überprüft haben, um zu sehen, ist das alles genauso richtig. Eine Strategie ist das nicht. Eine Strategie sollten wir als Gesamtfraktion haben. Und das ist das, was ich sagte, immer gegen antidemokratische Bestrebungen. Das ist jetzt Taktik. Vom Verlauf her ist das auch Taktik, weil es halt, ich sage es mal jetzt in meiner Gossensprache, die nächsten 6 bis 9 Monate knallt das in Dortmund. Es ist halt nur die Frage, wer auf die Fresse kriegt. Und im schlimmsten Fall wird es Leben kosten. Okay, danke Toso. Ich dehne mal unsere grundsätzlichen zeitlichen Rahmenbedingungen nicht mehr weiter. Wir haben die 15 Minuten schon erreicht. Es gibt noch 2 Wortmeldungen, die würde ich dann jetzt ganz gerne noch mit zulassen. Einmal Dietmar, einmal Kreon. Und dann würde ich ganz gerne weitermachen wollen. Dietmar. Ja, ein Fundament, ein rechtliches Fundament, gutachterlich erstellt, bleibt natürlich die Einzelmeinung eines einzelnen Juristen. Wir kennen das, 3 Juristen, 5 Meinungen. Es kommen dann noch genügend, ja, oder 1 Jurist, 3 Meinungen, von mir aus auch dieses, sagt der Jurist. Und von daher, wir haben ja nun auch einen Juristen hier im Hause, der auch für solche Zwecke durchaus eingesetzt werden kann. Nochmal, auch ein Gutachten, welches von einer sicherlich entsprechend mit Reputation und Fachwissen ausgestatteten Person erstellt wird, bleibt nur eine einzelne Meinung, eine Rechtsmeinung im Kreise ganz vieler möglicher Rechtsmeinungen und hat zunächst mal eine rein juristische Bewandtnis, aber keine politische Bedeutung. Und politische Bedeutung allenfalls insofern, als man daraus dann vielleicht einen sachlichen Impetus generieren kann, der dann wiederum für eine politische Meinung eine Basis darstellen kann. Aber wenn wir eine politische Meinung entwickeln und haben, auch vor dem Hintergrund von Fakten, und die Fakten liegen ja auf der Hand oder werden gesammelt, wie du das ja auch dargestellt hast, und dann wollen wir bitte hoffen, dass eben keine weiteren Ereignisse eintreten mögen, die dann ein solches Verfahren noch notwendiger machen, als es ohnehin schon ist. Deswegen nochmal, ich glaube oder bin nach wie vor der Auffassung, die juristische Einzelmeinung wird uns da an dieser Stelle nicht besonders weiterhelfen. Um mich und vielleicht auch andere zu überzeugen. Ich würde mir gern
noch den Bezug wünschen, dass das eben nicht jetzt auf Dortmund bezogen ist, auch wenn natürlich Dortmund Schwerpunkt der Rechten ist. Aber die Rechte ist ja eigentlich eine nordrhein-westfälische Partei, wobei ich sie noch nicht woanders habe wirken sehen. Das wäre vielleicht ganz gut. Ja, das wäre sinnvoll, das herauszustellen, weil also wenn es tatsächlich, also es wäre natürlich schön, wenn wir hier ein Gutachten in Auftrag geben, was eine Landesangelegenheit ist, auch gut, man könnte sagen, Dortmund muss man helfen, aber zu sehen, dass das also tatsächlich hier ganz konkret es umgeht, es geht um eine eine landesweite Partei, zumindest um einen entsprechenden Landesverband mit entsprechenden Kreisverbänden. Das sollte auch im Gutachten klar werden. Ja. Danke, Creon. Ich habe jetzt gerade mal zwei Abstimmungsvorlagen fast fertig vorbereitet. Ich muss noch eben den einen Satz ändern. Oh, Nico? Ich wollte einen Antrag hinzufügen und das aufgreifen, was Oliver am Anfang gesagt hat und Dietmar ausgeführt hat, dass ich da noch mehr Informationen brauche, insbesondere gucken, ob dieses Gutachten uns vorgelegt wird und auf der Grundlage dann entscheiden, deswegen Antrag auf Vertagung. Sekunde, ich muss noch eben den Satz beenden. So, wenn ich, Torso, dann final sozusagen. Zum einen ein bisschen Kritik jetzt an euch. Ich fände es total toll, wenn ihr mitdiskutiert, wenn ihr euch vorher zumindest das Pad anschaut, in dem das vorbereitet ist. Ganz viele von den Fragen, so roundabout 90-95%, sind da schon beantwortet. Wer jetzt im Nachgang noch Bedenkzeit braucht, kann ich verstehen, hilft mir aber nicht. Wir können jetzt das Signal senden, dass wir dieses Gutachten machen wollen oder wir lassen das. Mir ist im Endeffekt beides recht. Es ist für die Fraktionen in der Darstellung vielleicht nicht optimal sonst. Viel Spaß. Danke, Tose, auch nochmal für den Hinweis mit dem Pad. Deswegen, ich hatte jetzt ganz bewusst aus deinem Vorschlag zwei Zeiler sozusagen fertig gebastelt. Das ist einmal die Abstimmung über die Tatsache, dass wir Einsicht in das dem MIG vorliegende Gutachten bekommen. Ja, aber so. Und zum Zweiten sozusagen die Abfrage zur Bereitschaft, sich inhaltlich mit einem eigenen oder mit der Beauftragung eines eigenen Gutachtens kostenpflichtig einzuholen. Als Meinungsbild habe ich das gerade mal formuliert, denn es hieß ja wortwörtlich Bereitschaft. Bereitschaften kann man schlecht als Beschluss fassen. Also bedingt natürlich. Und es gibt ja eine Menge Prüfungsmöglichkeiten diesbezüglich. Von daher möchte ich dann jetzt zur Abstimmung schreiten und frage euch das Folgende. Die Fraktion unternimmt die möglichen Schritte, um Einsicht in das dem MIG-NRW vorliegende Gutachten zu bekommen. Wer spricht sich dafür aus? Das ist einstimmig. Und zum Zweiten halt das Meinungsbild. Entschuldige, das steht halt so auf der Tagesordnung, deswegen. Und zum Zweiten halt eben kurz das Meinungsbild, wie hoch die Bereitschaft ist, ein kostenpflichtiges, eigenständiges Gutachten diesbezüglich einzuholen. Die eigentlichen Kosten und die Inhalte können im Vorfeld ja noch geklärt werden. Dies ist keine Beauftragung, es geht nur darum, wollen wir ein solches Gutachten holen?
wer der Meinung ist, dass wir so ein Gutachten einholen sollten, unter Berücksichtigung all der Dinge, der möge dies jetzt signalisieren. Moment, Augenblick, da muss man noch was ergänzen, da muss es heißen extern. Das ist in dem Fall unerheblich im ersten Schritt. Im ersten Schritt. Es ist das Meinungsbild, dass wir das überhaupt tun wollen. Oh, okay. Ich möchte dem Antragsteller mitteilen, dass das Meinungsbild überwiegend positiv ausfällt. Mehr als überwiegend. Okay. Vielen Dank, Toso. Dann kommen wir zu Top 4. Das kam gestern auch noch auf via Nico und Dietmar. Es geht um den Bereich der Sperrklausel. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, auch in Bezug auf die Verfassungskommission. Von daher, ich weiß jetzt nicht genau, wer von euch beiden. Nico? Ja, kann ich machen. Danke, Grumpy. Wir hatten es, glaube ich, das Thema schon in der letzten oder vorletzten Fraktionssitzung, Toso, korrigiere mich, irgendwann kam das Thema ja auf, wie sinnvoll es ist, sich noch weiter in der Verfassungskommission zu engagieren, zu beteiligen, wenn gleichzeitig das entscheidende Thema oder zumindest für uns entscheidende Thema in der Verfassungskommission entgegen den Absprachen ausgelagert werden soll, vorgezogen werden soll und so berichtet es die Presse bereits vor der Sommerpause über eine Sperrklausel bei Kommunalwahlen entschieden werden soll. Und da hätte ich gerne jetzt hier in dieser Runde das ausdiskutiert, weil es ja jetzt nicht nur irgendwelche Gerüchte aus der Presse sind, sondern sich ein Herr Körfges am Donnerstag war es, glaube ich, in der Zeitung zitieren lässt, dass das halt kommen muss. Also wir haben da übereinstimmende Äußerungen sowohl von der SPD als auch von der CDU. Die Grünen bereiten da wohl einen entsprechenden Beschluss vor, wenn ich das richtig gesehen habe. Die interessieren mich aber jetzt nicht ganz so sehr. In erster Linie geht es um CDU und SPD, weil die entsprechende Mehrheit auf die Beine kriegen würden. Und dann, finde ich, wäre es dann auch nur konsequent. Sie haben uns in diese Kommission geholt und gesagt, wir wollen nicht Einzelthemen besprechen. Wir haben da auch auf eigene Themensetzungen verzichtet, in dem Glauben, dass dieser Konsens und ja, dass das ernst gemeint ist. Und Sie zeigen jetzt, deuten es zumindest an, dass Sie wie viel Sie von diesem Konsens halten, wenn er Ihnen nicht nützt, nämlich gar nichts. Und falls Sie das tatsächlich einbringen sollten, SPD und oder CDU, einen solchen Antrag, dann sollten wir uns Klarheit darüber jetzt verschaffen, wie wir dann damit umgehen. Und ich plädiere an der Stelle dafür, dass wir dann die Zusammenarbeit in diesem Gremium aufkündigen und aus diese Kommission verlassen und dann unsere eigenen Anträge jetzt konsequent dann pushen und dann nicht weiter auf so ein fadenscheiniges Moratorium setzen. Ja, der Grumpy ist mal kurz raus, kommt halt wieder. Ich übernehme kurz, das war Wortmeldung von Dannebaut und Monika und ich nehme an, Toso, du möchtest da ja, dann auch. Wir haben also eine Situation, die zu erwarten war und die auch bekannt ist. Wir haben ein Verfassungsgerichtsurteil, das klipp und klar ist. Die anderen haben die Möglichkeit, gegen ein Verfassungsgerichtsurteil zu verstoßen und ein verfassungswidriges Gesetz durchzupeitschen. Diese Gelegenheit lassen Sie sich nicht entgehen, gerade an einem Punkt, eines der höchsten Güter ist, nämlich die Wahlen. Und das können wir uns so nicht gefallen lassen, ganz einfach. Also da muss es Kasala geben. Also der Rückzug aus dieser Kommission in dem Fall ist sicher eine Option, die wir haben. Und dann eben wirklich Druck zu machen, ja. Ja, ich sehe schon das Kasala, wenn wir die Verfassungskommission verlassen. Das geht denen doch am Arsch vorbei. Also was für ein Ziel haben wir denn? Also wir haben doch nur zwei Ziele, entweder dieses Ding zu verhindern oder es so weit hinaus zu zögern, dass es nicht greift für die nächste Wahl. Das können doch nur die beiden Sachen sein, die wir erreichen wollen können. Und dann lass uns doch überlegen, wie schaffen wir das am besten? Also so ein Selbstzweck zu sagen, wir gehen da raus. Also wenn da eine Intention hintersteckt, die uns an irgendeiner Stelle ein Stück weiterbringt, bin ich da sofort bei. Aber nur, um zu sagen, ihr seid böse, ja, sind wir halt dann, sie halt. Also ich würde immer erst überlegen, wo wollen wir eigentlich hin, was ist unser Ziel und wie kommen wir da am besten hin? Und nicht einfach sagen, ja, dann regen wir uns auf und dann gehen wir da weg.
Also das ist eine Option, wenn ich weiß, was wir damit erreichen, wenn wir da rausgehen. Ich weiß nicht, was wir damit erreichen, wenn wir die Verfassungskommission verlassen. Ja, Nico. Genau. Ja, danke, Dietmar. Ja, ganz einfach. Wir hatten ja gewisse Aufträge aus dem Wahlprogramm, die die Verfassung betreffen. Und diese Initiativen haben wir ja seit Mai 2012 nicht ergriffen. Haben wir nicht ergriffen, weil uns gesagt wurde, wir machen das alles in einem Guss mit der Verfassungskommission und dann machen wir nachher was Gemeinsames und gucken. So, jetzt stellt sich aber raus, dass dieses am Ende was Gemeinsames präsentieren von den anderen scheinbar nicht gewollt ist, weil wenn man die Sperrklausel am Ende der Kommissionsarbeit vorlegt, würde sie wahrscheinlich in einen Wahlkampf fallen und dort eher problematisiert werden und thematisiert werden können. Deswegen versucht man das jetzt rauszunehmen und nimmt uns aber gleichzeitig Handlungsmöglichkeiten, selbst initiativ zu werden. Also ich sehe keinen Sinn darin, in der Verfassungskommission zu sein, deren fragwürdige Ergebnisse zu decken und gleichzeitig auf Initiativen zu verzichten. Oder es wäre auch schwachsinnig, Initiativen einzubringen, wenn man gleichzeitig sagt, wir sind in der Kommission und machen gemeinsame Sachen. Da wird ja jede Diskussion im Plenum, wird uns mit dem Argument gekontert, ja Moment mal, wieso bringt ihr jetzt hier den Antrag ein? Ihr sitzt doch in der Verfassungskommission. Das wird uns bei jeder Initiative um die Ohren fallen. Und ich möchte einfach dieses Schauspiel beenden und dem Gegner nicht dieses Argument bieten können, ihr seid doch in der Verfassungskommission, die kümmert sich schon. Ich denke mal, Olaf, Monika, vielleicht noch vor dir, und dann Olaf, bitte, weil es war jetzt ein sehr kontrovers, natürlich, aber keine Zwiegespräche grundsätzlich, aber wenn du bereit bist, Olaf, da eben kurz Monika drauf eingehen zu können, wäre das sehr nett. Danke, Moni. Ja, geht auch ganz schnell. Also wenn so wie die mit dem Antrag kommen, mit der Sperrklausel, ist doch klar, dann sind wir aus der Nummer raus, dass wir keine eigenen Anträge stellen. Die Simone sitzt hier schon mit ihrem Verbraucherschutz, die wartet nur darauf, dass das passiert. Wir haben die Dinger doch da liegen. Aber wenn Sie sich aus dieser Absprache verabschieden, dann können wir das auch tun und können neben der Verfassungskommission Anträge stellen, so wie viel wir lustig sind. Weil Toso hat das gerade ganz klar gesagt, das ist im Moment so ein bisschen Mikado, ne? So, wer bewegt sich zuerst, ne? Also insofern würde ich jetzt noch gar nicht hergehen und jetzt schon so eine Strategie da aufstellen, wo wir uns dann tatsächlich auch festlegen, was wir tun. Ich glaube, wir sollten uns da so eine Flexibilität erhalten und mal in Ruhe gucken, wie wir damit umgehen. Aber ich glaube, dass wir schon Strategien haben, auch außerhalb die Verfassungskommission platzen zu lassen. Olaf. Naja gut, platzen lassen würden wir die Verfassungskommission eben nicht, weil hat ja nichts, ob wir da hingehen oder nicht, daran wird sich ja da nichts ändern. Was sich doll ändern würde, ist eine Sache von wegen Glaubwürdigkeit und eine Sache von wegen in der Richtung, dass man klar den Leuten signalisiert, inwieweit man sich, ich sag mal ganz klar, verarschen lässt. Ich fühle mich da verarscht und zwar schon seit Ewigkeiten. Ich kriege das nämlich schon seit Ewigkeiten auf Diskussionen auf einer anderen Ebene mit, dass das schon die ganze Zeit eigentlich geplant ist. Es bringt nichts, meiner Meinung nach, dann in der Verfassungskommission zu bleiben. Kann man machen, aber dann ist irgendwie so ganz klar, dann sagt man, signalisiert man auch den anderen, jo, ihr könnt mit uns spielen, so viel ihr wollt. Also das wäre der Grund. Ich hätte jetzt nicht mal irgendwie eine Sache, die ich damit erreichen will, so wo ich sagen würde, jo, wenn wir aus der Verfassungskommission rausgehen, dann haben wir das und das Ziel. Außer dass ich den anderen signalisiere, so weit und nicht weiter. Und vor allem, also bis wohin wir dann auch mit uns reden lassen. Und die andere Sache ist wirklich die Sache mit der Glaubwürdigkeit. Das heißt, wir spielen da jetzt in einem Gremium mit, richtig offiziell. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, während man in dem Gremium ist, Sachen nach draußen zu geben. Ich schätze, das ist nicht unbedingt gewünscht. Und da liegt nämlich dann das Problem. Ansonsten müsste man das wirklich mal auch öffentlicher machen. Aber das geht ja wohl nicht. Und dann würde ich schon sagen, sollte man rausgehen und das öffentlich machen. Und damit hat man zumindest auch einen Teil Öffentlichkeit erreicht. Jetzt Dietmar, ich weiß nicht, Toso, war das gerade eine Wortmeldung? Okay, Dietmar.
Ja, wir hatten mal einen Antrag. Ich weiß gar nicht, ob der behandelt worden ist. Ich glaube aber schon. Antrag der Fraktion der Piraten gegen Sperrklauseln, Verbot im Kommunalwahlgesetz verankern. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Antrag erinnern könnt. Der ist von 2013. Das heißt, wir haben also hier schon mal zumindest eine Marke gesetzt. Eine Duftmarke. Unabhängig von der Verfassungskommission. Nämlich im Sinne von negativ. Negativantrag. Wir wollen das nicht. Und von daher wäre es vielleicht ganz probat, würden wir das Thema, wenn wir es denn bespielen wollen, nach wie vor, auch ohne jetzt, sagen wir mal, die Verabredung, die bezüglich der Verfassungskommission getroffen ist, einfach nochmal nach vorne bringen, argumentativ, von mir aus sogar auch öffentlichkeitswirksam, von mir aus auch über die Presse, ohne dass wir jetzt hier den Konsens, wie er bezogen auf die Verfassungskommission besteht, als Antwort auf all das, was jetzt CDU, SPD, Grüne da in die Presselandschaft hinaus posaunen, nochmal nach vorne holen. Denn das haben wir ja schon gemacht. Das ist also nichts Neues. Das heißt, wir verletzen auch keinen Konsens. Ja, zum einen möchte ich nochmal wiederholen, dass die Verfassungskommission halt die öffentlichste Veranstaltung ist, die wir hier haben nach dem Plenum. Jede Sitzung ist gestreamt, jede Sitzung ist öffentlich. Alle Dokumente liegen abrufbereit auf dem Landtagsserver. Selbst die Zuschriften zu den einzelnen Punkten sind öffentlich, so denn der Zuschreibende, wie ich ihn mal nennen möchte, damit sich einverstanden erklärt hat. Von daher wüsste ich nicht, an welcher Stelle man da irgendwas ans Licht der Öffentlichkeit zerren könnte. Ist halt alles schon da. Nächster Punkt ist, sowohl Michelle wie auch ich haben bereits vor roundabout 8 Monaten, als das erste Mal Sperrklauseln wieder aufgekommen sind in der medialen Darstellung, irgendwo zwischen 6 und 8 Monaten, sehr deutlich gemacht, dass das den Konsens der Verfassungskommission, des Einsetzungsbeschlusses, dass dem widerspricht und dass wir an der Stelle die Mitarbeit als extrem belastet ansehen und wir uns dann wieder mit der Fraktion auch da beraten müssen, wie wir dann überhaupt weiter vorgehen. Dieses Statement steht immer noch, das wiederholen wir regelmäßig. Das ist, glaube ich, auch durchaus angekommen. Wir sind aktuell bei einer Situation, wo es darum geht, wer sich als Erster bewegt und wer als Erster den Fehler macht. Wenn wir jetzt das als Erstes tun, und genau das war der Grund, warum ich damals den Antrag zurückgezogen habe zur Sperrklausel, wir öffnen das Ganze nicht. Das wäre taktisch dumm. Wir würden da nämlich das Tor öffnen, dass alle anderen ihre Politik machen können, ohne selbst als der Böse dazustehen, der es angetrieben hat. Was die da draußen in der Medienlandschaft kolportiert haben wollen, sollen sie machen. Für mich ist Fakt, was die an Anträgen einbringen. Bis jetzt sehe ich da nichts. Null. Und ich glaube auch nicht, dass sie das jetzt aktuell tun, weil sie dann nämlich als diejenigen dastehen, die diesen Konsens aufkündigen. Machen wir das jetzt vor lauter Mediendruck, ich sage mal in Anführungsstrichen, als Erste, ist das für die ziemlich einfach. Dann können wir ja sowieso, wie wir wollen. Wenn die nicht mehr wollen, können wir auch. Wir hatten ja nichts gemacht im Parlament. Wir haben ja nur darüber geredet. Also an der Stelle wäre es ein Fehler, sich da zuerst zu bewegen. Ansonsten muss man sich auch mal anschauen, CDU und SPD sind da absolut uneinig, was es angeht, wie hoch so eine Sperrklausel überhaupt sein sollte. Die einen sagen 2,5, die anderen sagen 3%. Vielleicht einigen wir uns bei 4 2/3, man weiß es nicht. Wissenschaftlich, politisch, rechtssystematisch unterfüttert ist das übrigens alles nicht. Es sind alles nur mediale Luftblasen. Auch das, was jetzt aktuell an systematischer, naja, man möchte fast sagen, ähnlich gesteuerte Aktionen diverser Räte hier an schriftlichen Stellungnahmen eintrifft, ist alles nur von Schwarz oder Rot beschlossen worden, dass es da vor Ort eine Sperrklausel geben muss. Nichts davon ist in irgendeiner Form belegt, dass es irgendwie längere Sitzungen gegeben hätte, tausende Tops, die nicht mehr auf die Tagesordnung es geschafft hätten.
nichts davon, nichts von dem, was das Verfassungsgericht bis jetzt als Maßgabe angelegt hat, konnte nachgewiesen werden, kann auch gar nicht. Wenn man sich die Statistiken anguckt, dauern die aktuellen Kreistags- und Ratssitzungen in den Kommunen heutzutage kürzer als in der letzten Wahlperiode. Und das bei bis zu, ich glaube, 10 oder 11 verschiedenen Gruppen und Fraktionen in den Räten. Soest ist, glaube ich, Spitzenreiter. Übrigens ist Soest da Spitzenreiter, nicht weil so viele neue kleine Parteien da reingekommen sind, sondern weil sich die Junge Union von der Union abgespalten hat, die linke SPD von der SPD aber nicht zu den Linken wollte und noch 2, 3 andere solche Geschichten. Alles alte Fahrensleute, die schon 40 Jahre Kommunalpolitik machen und einfach mit ihrem Brötchenmann links und rechts daneben nicht mehr konnten. So, all das trägt nicht dazu bei, dass es einen sinnvollen Vorstoß hier geben kann, wirklich eine Sperrklausel auf kommunaler Ebene einzuführen. Es ist nicht hinterfüttert mit nichts. Es wird im Moment der mediale Druck aufgebaut, genau dass Ihnen jemand die Schmutzarbeit hier abnimmt. Bewegen wir uns, lassen wir uns halt wieder fernsteuern. Können wir machen, ist dann aber halt Kacke. Viel Spaß. Nico. Ja, danke Grumpy. Ja, danke Toso für dieses nette Plädoyer gegen eine Sperrklausel. Ich weiß nicht, wie du hier überzeugen wolltest. Ich glaube, wir sind uns da einig. Wir brauchen nicht nochmal die Argumente, die uns dazu geführt haben, warum wir das in unser Wahlprogramm reingeschrieben haben. Das ist relativ klar. Und hier geht es auch nicht darum, einen Antrag einzureichen für oder gegen eine Sperrklausel. Das ist nicht Gegenstand dieser Debatte, die ich hier anstoßen wollte. Insofern, ja, war der Beitrag jetzt nicht so sachdienlich für die Diskussion hier. Es geht hier darum, wie wir uns eben für den Fall entscheiden, wie wir uns da verhalten, falls die CDU und oder SPD eben das aus deiner Sicht so dumme tun und einen solchen Antrag von sich aus einreichen, also wenn sie sich als erstes bewegen. Und dann müssen sie auch mit der Reaktion dann klarkommen und auch mit unserer Reaktion. Und ich fände es halt auch sozusagen für die Verhandlungsposition, auch für Ingo dann in der Außendarstellung wesentlich einfacher, wenn man ihn jetzt schon im Vorfeld signalisiert, pass mal auf, wenn ihr den Konsens aufkündigt, dann spielen wir da nicht mit und da kommt das, was Olaf halt gesagt hat, auch zum Tragen, ihnen klar zu signalisieren, hier ist eine rote Linie, überschreitet ihr die, müsst ihr mit den Konsequenzen leben und dann können sie sich nachher nicht auf den Standpunkt zurückziehen und sagen, ja, wir haben jetzt hier was eingereicht, aber jetzt stellt euch mal nicht so an, dann signalisiert mir bereits im Vorfeld, was unsere Reaktion darauf sein wird und dass da Uneinigkeit besteht zwischen CDU und SPD, ob es jetzt 2,5 oder 3% sind und dass man da keine gemeinsame Linie hinkriegen würde. Also das ist nun wirklich, also da erinnere ich mich an eine Diskussion zur Umsatzsteuer, da war die CDU für 15, die SPD für 17 und dann hat man sich auf 19% geeinigt. Ja, also also da bin ich mir ganz sicher, dass man sich da auf eine Prozentzahl noch wird einigen können und ob die dann bei 3, 4 oder 5% liegt, keine Ahnung, lasse ich mich gerne überraschen. Tut nichts zur Sache. Ich bin dafür, dass wir uns hier ganz klar positionieren. Mein Antrag lautet, für den Fall, dass SPD und oder CDU einen Antrag einreichen zur Errichtung einer kommunalen Sperrklausel, verlassen wir die Kommission, die Verfassungskommission. Das ist mein Antrag. Danke, Grumpy. Ich möchte einmal auch die geneigten Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Landtagsseite verweisen. Dort bitte einfach oder einfach bei Google eingeben, Sperrklausel NRW Piraten Landtag. Dann kommt man automatisch auf die Dokumentenseite, wo da der Antrag von uns mit der Drucksache 16-3838 verlinkt ist. Wir kommen zu dem Plenarprotokoll 16-40, in dem die Argumente, von denen wir teilweise auch welche heute von Toso gehört haben, auch von Nico, eigentlich ausgetragen sind, samt und sonders, einschließlich genau der Problematik, von wegen die Ratssitzungen würden zu lang werden und, das ganze Bramborium, das Blabla, sage ich mal, von denen, die unbedingt jetzt die Sperrklausel haben wollen, weil wir diesen Antrag gestellt hatten.
Und ja, Toso, genau, der Antrag wurde dann zurückgenommen. Darüber hat, auch das ist hier vermerkt, am 7.11. die Präsidentin dieses Landtags hingewiesen, im Rahmen einer Unterrichtung, dass die Piraten den Antrag zurückgezogen haben, nachdem im Oktober eine Anhörung für den 6. Dezember 2013 angesetzt war. Dies vor dem Hintergrund, dass die Argumentation lautete, komm, lass mal das jetzt hier weg, wir ziehen das in die Verfassungskommission, die ist dafür da, das zu tun. Von daher kann ich nur sagen, ist der Antrag, den Nico hier eben mal in den Raum gestellt hat, absolut konsequent. Absolut konsequent, weil wir vertreten hier die Bürgerinnen und Bürger, nicht unsere Piratenfraktionsinteressen. Und den Antrag, den wir damals gestellt hatten, den haben wir gestellt vor dem Hintergrund des Rechts der Menschen in diesem Lande, hier demokratische Rechte wahrnehmen zu können und vor allen Dingen, dass ihr Wählerwille dann auch entsprechend berücksichtigt wird. Vor diesem Hintergrund muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ein jetziger Antrag der anderen Fraktionen ein Tritt in das Gesicht der Verfassung, die ja novelliert werden soll auf dem Hintergrund der Arbeit der Verfassungskommission. Und damit wäre es gleichzeitig auch nicht nur ein Verstoß des Konsenses, der bezogen auf die Verfassungskommission gefasst worden ist, interfraktionell zwischen allen Fraktionen, sondern eben auch ein ganz glatter Bruch eben der Vereinbarung. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, geht man auch zu so einer Veranstaltung nicht mehr hin. Und das wird man selbstverständlich dann auch mit der entsprechenden Werf medial sicherlich unterbringen können. Ingo ist zwar jetzt nicht da, aber ich glaube, er würde nicken an dieser Stelle. Okay, Moni noch? Ja, zum einen glaube ich, dass das unsere Position ist. Und ich glaube, Michelle und Toso haben die auch durchaus klar gemacht. Und ich glaube, wenn sie diese Drohkulisse aufrechterhalten, finde ich das gut und richtig. Ich brauche aber keinen Beschluss, was wir vielleicht in einem halben, einem Dreivierteljahr machen, weil ich glaube, dass wir das ziemlich fix eingestellt kriegen. Und ich glaube auch, dass der Toso ganz gut mit Ingo unterwegs ist, um da sehr schnell die notwendigen Schritte zu unternehmen. Ich möchte aber noch mal generell darauf hinweisen, dass es einen Fraktionsbeschluss gibt, dass wir, wenn wir einen Tagesordnungspunkt setzen, wo wir etwas beschließen wollen, dieser Beschluss in diesem Fett steht. Ich wusste nicht. Also da war Verfassungskommission. Aber mehr wusste ich zu diesem Thema nicht. Hätte da jetzt schon mal so eine Beschlussvorlage gestanden, hätte ich mich ganz anders tatsächlich, hätte ich mir da vielleicht Gedanken eben schon mal 10 Minuten zu machen können. Deshalb nochmal die ausdrückliche Bitte, eine Beschlussvorlage dahin zu schreiben und auch die Bitte an den Vorstand, wenn das da nicht steht, einfach zu sagen, tut uns leid. Weil das kostet uns unglaublich viel Zeit, wenn wir gar nicht wissen, worauf läuft denn eigentlich dieser Diskussionspunkt hin? Was soll denn hier eigentlich beschlossen werden? Das führt immer dazu, schön, dass wir mal drüber geredet haben. Ich finde es gut, dass du jetzt wenigstens gesagt hast, was du beschlossen haben willst. Aber einfacher wäre es einfach, das ständ da vorher. Und ich glaube, das wird uns hier ganz viel Zeit und Energie sparen. Ich sagte gerade ohne Mikrofon leise im Vertrauen nach dem Motto, ich würde diesen Beschluss jetzt hier so nicht fassen wollen. Die Gründe hast du ja gerade ausgeführt, Monika. Von daher, es steht jetzt halt im Pad und ist dann sozusagen schon mal für nächste Woche mitgesetzt. Wir werden diesen Punkt jetzt hier nicht abstimmen. Dass wir darüber gesprochen haben, dass wir da überhaupt auch nochmal die Punkte nach vorne gestellt haben, ganz klar, ganz eindeutig. Da sind wir uns auch wirklich einig, habe ich das Gefühl, ob und wie wir damit weiterverfahren wollen und können, das können wir ja immer noch klären. Somit also zur Wiedervorlage für nächste Woche, Top 4 zur Abstimmung der Möglichkeiten bei einer möglichen drohenden Sperrklausel im Land Nordrhein-Westfalen. Moni, du möchtest noch was sagen? Oder Simone? Sag du mal was, Simone. Bitte? Also wir sagen, es ist das Ja. Echt? Ja, dann singt das von mir aus. Steppt das. Nein, ich sagte gerade oder fragte gerade, ob das jetzt irgendwie ein Fehler war, was ich gesagt habe. Und ich denke, man hätte das trotzdem jetzt auf Nikos Antrag abstimmen lassen können an dieser Stelle, weil hätte ich jetzt nicht so schlimm gefunden, wenn wir das abgestimmt hätten. Ich habe das jetzt, also ich ändere da jetzt meine Meinung spontan nicht. Michelle, du, entschuldige, gerne.
Ich fände das uncool, wenn wir das jetzt abstimmen, weil es dadurch, dass es den Antrag vorher nicht gab und der jetzt auch in einem Redebeitrag kam und dann gesagt wurde, die Redeliste ist zu Ende, gibt es auch keine Möglichkeit, einen Gegenantrag zu stellen. Punkt. Genau deswegen ja gerne nächste Woche. Ich bin da voll und ganz bei dir, Michel. Das Ding ist geschoben, genau, nicht unter den Tisch gefallen, nicht aufgehoben. Es wird weiter debattiert. Damit kommen wir zu Top 5. Die auf Antrag von Toso, Klärung der zukünftigen Besetzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Ich selber hatte im Vorfeld auch schon Toso vorgeschlagen. Er hatte mir auch eine Rückmeldung gegeben. Ich hatte vorgeschlagen, dass wir dies heute im Gesamtrahmenpaket mit nach ganz oben stellen, weil wir da heute auch eine Klärung benötigen. Toso, noch kurz zusätzliche Anmerkungen? Ja, genau, morgen ist halt Sitzung. Deswegen brauchen wir halt entsprechend heute eine Klärung. Von daher gibt es jetzt zu Top 5 noch weiteren Redebedarf. Ansonsten ist das dann halt für erstmal das Interne, ohne den Stream damit langweilen zu wollen. Die Ergebnisse von heute werden ja dann eh letztlich veröffentlicht. Top 6 wäre Girls Day, ist ein Antrag von, ich habe aus Versehen Daniel Düngel, das Kampf von Daniel Schwert, wenn ich mich nicht irre. Jetzt ist er gerade nicht da. Es gibt regulär in diesem Jahr auch wieder einen Girls Day hier im Landtag Nordrhein-Westfalen. Von daher war die Überlegung sozusagen begleitend, einen eigenen zusätzlich erweiternden Girls Day mit fraktionsseitig hier mit reinzubringen. Ich finde, Veranstaltungen von einzelnen Ausschüssen kann man regulär sowieso angehen. Jetzt gab es dann doch einen Gesprächswunsch von Seiten Lukas. Ja, vielen Dank. Genau, den Gesprächswunsch habe ich angemeldet. Nur weil wir etwas machen können, bedeutet das nicht, dass wir das zwangsläufig machen müssen. Der Girls Day ist jetzt keine neue Sache, sondern geht so auf das Jahr 2000 zurück. Damals gab es ja eben die Intention, ganz gezielt, junge Frauen eben in die klassischen, im Volksmund sogenannten Männerberufe reinzubringen, den Schnuppertage zu veranstalten, um halt auch zu zeigen, dass sie dort willkommen sind. Zwischenzeitlich ist der Girls Day leider halt dazu verkommen, eine Plattform zu sein für alte Herren mit Kugelschreibern und Krawatten, die sich dann ganz gerne mit einer Gruppe von jungen Mädels fotografieren lassen und so zeigen, dass sie etwas für den Nachwuchs tun. Gleichzeitig ist dann auch noch die Bundeswehr auf die Idee gekommen, hey, das ist doch eine super Möglichkeit, wie wir sehr junge Menschen für uns begeistern können. Und so ist die Bundeswehr in den letzten Jahren zum größten Veranstalter des Girls Days geworden und erntet dafür auch regelmäßig Kritik, weil sie sich da gegen UN-Konvention lehnt und teilweise eben Zehnjährige anspricht auf diese Art und Weise. Was hat das Ganze mit unserer Fraktion zu tun, habe ich mich gefragt. Wie viele von diesen klassischen Männerberufen haben wir oder repräsentieren wir hier? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Abgeordneten sein ist kein Beruf, sondern eher ein Zustand. Ja, und wenn ich dann so schaue, wie viele von diesen klassischen Männerberufen haben wir in der Fraktion, da fällt mir eigentlich nur die IT ein. So, und ich finde den Gedanken eigentlich ganz lustig, dass unsere IT jetzt eine Gruppe pubertierender Girlies den ganzen Tag lang bespaßt. Aber ich halte das weder für nachhaltig noch irgendwie für sinnvoll. Und ich plädiere dafür, dass die Fraktion sich auf ihre Aufgaben besinnt und sich nicht vor diesen Girls Day spannen lässt. Und ich denke, wir können viel sinnvoller und nachhaltiger junge Menschen erreichen, gleich egal welchen Geschlechts. Wesentlich gezielter und effektiver eben Ressourcen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktion, aber natürlich auch finanzielle Ressourcen dazu verwenden. Insofern plädiere ich dafür, dass wir uns nicht an diesem Girls Day beteiligen, zumal auch übrigens auch interessant, seit 2011 sinken die Zahlen der Teilnehmerinnen am Girls Day, nur so als Fact am Rande.
Insofern, wenn wir darüber abstimmen werden, dann würde ich mich da halt entsprechend dagegen aussprechen. Danke. Danke, Lukas. Im Übrigen, es gibt keine Beschlussvorlage, weil hier eigentlich auch nichts abzustimmen ist aus meiner Sicht. Okay, war Copy-Paste, also im Prinzip. Gut, da steht dann halt doch eine. Jetzt habe ich gesehen, Wortmeldung Moni Kreon. Habe ich jemanden gerade übersehen? Dann Moni, bitte. Ja, ich weiß nicht, worüber ich hier abstimme. Also ich stimme höchstens über etwas ab, wo ich ein Konzept vorliegen habe und wo ich überhaupt weiß, was es ist. Also ich habe da gar keine Vorstellung von, was das sein könnte. Und ich kenne diese Dinge und wir sind immer ganz groß dabei in irgendwie, wir wollen etwas tun. Wenn wir das dann durchführen, kommt da wenig bei rum. Also wenn ich zum Beispiel an unsere Anwesenheit von MDL beim Jugendlandtag denke und dann zum Beispiel bei so einem Girls Day erforderlich ist, dass wir plötzlich alle hier sind an so einem Tag, da wird die Motivation, befürchte ich, ganz plötzlich einbrechen. Insofern hätte ich jetzt gern tatsächlich erstmal was Schriftliches von mir aus, dass Andrea, das muss nicht viel Arbeit machen, das muss jetzt nicht so ein Riesenkonzept sein, aber dass wir irgendwas vorliegen haben, worüber wir reden und dann abstimmen, denn machen wir ein Girls Day, ja, da kann ich nichts mit anfangen, tut mir leid. Okay, ja, ich schließe mich dem Lukas erstmal an. Und versuche jetzt nicht das gleiche nochmal zu sagen, sondern zu ergänzen. Der Girls Day hat ja neben dem, dass Mädchen jetzt eingeladen werden aus der Schule, den Betrieb kennenzulernen, auch noch andere Aspekte. Bleiben wir erstmal bei dem, dass wir Mädchen einladen, um dass sie den Betrieb kennenlernen. Der Landtag hat es ja so gemacht, dass er Unternehmen sozusagen wie bei so einer Jobmesse eingeladen hat, damit es hier so Stationen gibt. Wenn wir das machen würden, würde es natürlich anders aussehen. Das heißt, die Mädels müssten tatsächlich hier diesen Betrieb kennenlernen und das heißt, die müssten eine bestimmte Betreuung erhalten. Und natürlich, und an der Stelle will ich jetzt nicht wiederholen, was Lukas gesagt hat, müssten natürlich auch im Grunde eigentlich ja die klassischen Männerberufe sehen. Dazu kommt, dass ein Girls Day natürlich auch noch andere Sachen bedeuten kann. Mimuni sagt, man könnte da natürlich jetzt ein Konzept zu haben. Man könnte auch, ja, wir könnten auch unsere Töchter alle, ich habe jetzt keine Töchter, aber Töchter alle mal mitbringen im Betrieb, damit alle Töchter der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und MDL dann hier den Betrieb kennenlernen. Auch das kann man als Girls Day machen, da muss man überhaupt keine externen Leute einladen. Und, aber die dritte Sache ist natürlich, dass so ein Girls Day auch einen Einfluss haben soll auf den Betrieb. Denn Betriebe sollen sollen ja praktisch einen Anstoß bekommen, sich auf Mädchen, die eine Ausbildung dort machen wollen, zu bewegen, und es sollen interne Strukturen geändert werden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ich sag mal in der Piratenfraktion, aber vor allem auch in der Piratenpartei überhaupt schon so weit sind. Vielleicht sollten wir uns einen eigenen Girls Day machen, indem wir uns erstmal informieren, was man denn eigentlich tun muss, um Frauen zum Beispiel in typische Männerstrukturen, die Parteien nun mal sind, zu bringen. Das wäre eigentlich eine Sache, die könnte ich mir auch als Girls Day vorstellen. Insofern das aber als Anregung, weil ich das jetzt hier so auffasse, wenn wir jetzt keinen Beschluss fassen, dass wir zumindest hier an der Stelle natürlich Anregungen geben können, was denn in so einem Girls Day bedeuten könnte. Ingo. Ich verstehe die Diskussion eigentlich gerade nicht. Wir sind doch, wenn ich das richtig verstanden hatte, die Partei, die auf sexuelle Identität und Geschlechter und Gedöns eigentlich so gar keinen Wert legt. Warum machen wir nicht einfach Nachwuchs-Day, geben den Nachwuchspolitikern eine Chance, mal hier reinzugucken, Tag der offenen Tür, Praktikum, One Day, wie auch immer, völlig unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Punkt, Ende, aus Nikolaus. Und genau
Zu diesem, genau zu diesem Moment möchte ich auch noch ganz gerne auf das Dokument 16/7493 hinweisen, an Antrag aller Fraktionen, nämlich den Boys Day, genau. Yeah. Ich hatte ja eingangs zu der Situation schon gesagt, dass ich hier keinen Abstimmungsbedarf sehe, denn auch das, was Moni gesagt hatte, zusammenfassend, ohne Konzept keine Abstimmung. Ich würde sagen, wir gehen erstmal, nehmen trotzdem die Idee als Auftrag, indem wir hingehen und das Ganze konzeptionell so mal andenken und ausarbeiten, in dem Fall federführend für den Gleichstellungsausschuss. Birgit stellvertretend meine Wenigkeit und die zuständige Referentin, und würde damit ganz gerne dann diesen Tagesordnungspunkt beenden. Spricht sich da jemand gegen aus oder möchte jetzt die Abstimmung zwangsweise herbeiführen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 5, wenn ich, ich habe mich vertippt, dann kommen wir zu Top 7. 11.18 Uhr? Ich wollte 11, stimmt, 11.18 Uhr, Entschuldigung. Dann würde ich, lasst mal gerade kurz gucken. Jetzt wird es hier gerade sehr, sehr unruhig im Raum. Kurzer Einwurf, Simone. Seit wann machen wir um 11.18 Uhr Pause? Nee, wundert mich jetzt auch gerade. Also wenn, dann 30. Machen wir meistens um 11.30 Uhr Pause. Genau. Idealerweise versuchen wir den öffentlichen Teil jetzt noch abzufrühstücken. Deswegen, ich wollte jetzt eigentlich auch sehr schnell durch den öffentlichen Teil gehen. Also kommen wir zu Top 7. Es lagen keine öffentlichen Umlaufbeschlüsse vor. Kurze Erklärung, es gab einen personellen Umlaufbeschluss, der also im nicht öffentlichen Teil lag, bitte. Ja, der war beim letzten Mal schon. Dann, nein, aber der ist, nein? Die Frist ist abgelaufen. Die Frist. Also ich hatte einen Umlaufbeschluss eingestellt, da ging es um die Unterstützung des Ostermarsches der Demo in Düsseldorf, glaube ich, ne? Jedenfalls hatte die 8 dafür Stimmen gekriegt, eine Enthaltung, meine ich, wenn ich das recht entsinne, und der Rest hat nicht abgestimmt. Wir hätten aber bis Sonntag unsere Unterstützung als Erstunterzeichner mitteilen müssen, das heißt, die Frist ist abgelaufen. Damit hat sich das erledigt. Okay, danke für den Hinweis, Danebot. Es gibt eine Anmerkung, Daniel, bitte. Was steht denn da? Nein. Das ist doch nicht euer Ernst. Was denn? Daniel, okay, ich öffne hiermit noch einmal Top 6. Ich öffne hiermit noch einmal Top 6 und nein? Okay. Okay, dann kommen wir zu. Dann. Kämen wir. Ich würde den lieben Gott hier rauslassen. Daniel, darf ich dich bitten, den Raum zu verlassen? Denn ich komme gerade. Augenblick mal. Daniel, pass mal auf. Ich kann das ja verstehen, dass du dich aufregst, aber dann nimm doch bitte an der Debatte und der Diskussion teil, wenn sie stattfindet. Ja, aber dann bitte. Weise aber auch die Disziplin auf, dich dann da zurückzunehmen. Du kannst nicht wirklich hier die Fraktionsveranstaltung in dieser Weise torpedieren und sprengen, ja, und gleichzeitig nicht bei dem entsprechenden Punkt anwesend sein. Dann mach das doch bitte in einer höflichen und zivilisierten Form. Das geht so nicht. Ich wurde jetzt nur aufgefordert, den Raum zu verlassen. Nein, das ist ja Quatsch. Ich bitte, Daniel, bleib bitte, das ist Unsinn, es fordert dich hier niemand auf zu gehen. Es war vielleicht auch nur so gemeint, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, dass doch bitte das dann zu dem entsprechenden Punkt machen. Ich meine, wir regen uns alle vielleicht mal auch nachträglich über etwas auf, aber dann doch bitte in etwas vernünftigerer und ruhigerer Form. Vielleicht auch dann im Rahmen eines anderen bilateralen Gesprächsgegenstands. Also sei bitte so freundlich und nimm wieder Platz, ja. Komm, runterkommen, komm.
Ich kann das ja verstehen, dass du dich aufregst, aber ich reg mich auch über manches auf und platz nicht einfach los. Komm. Vielen Dank, Dietmar. Danke auch für die Korrektur. Du hast sehr wohl recht. Von daher, Daniel, tut mir leid, dass ich da jetzt gerade offensichtlich den falschen Satz mal wieder rausgehauen habe. Und natürlich ist es auch wichtig, dass du im Rahmen der Meinungsfindung halt hier in dieser Runde bist. Darf ich dann zu Top 8 schreiten? Ein Satzungsänderungsantrag, den ich in der letztendlichen Form leider nicht vorliegen habe. Daniel ist ärgerlicherweise noch obendrein krank. Es ist aber nichts zeitlich Dramatisches, von daher würde ich Top 8 ganz gerne schieben. Zu meiner Schande, wie immer, Top 9. Ich möchte mich erstmal da ganz herzlich auch bei den Mitgliedern des KV Düsseldorf bedanken, die mich immer wieder sozusagen triezen, darauf hinweisen, dass dieses Thema endlich abgeschlossen werden muss. Ich muss da jetzt noch einmal zusehen, dass ich mich mit Frank und Michelle kurz schließe, um mit den beiden die letztliche Beschlussfassung hier für nächste Woche einzubringen. Dann kämen wir zu Top 8. Da hat Moni noch mal einiges auch gestern schon angemerkt gehabt im Rahmen der Vorstandssitzung. Von daher, Moni. Ich war gestern Abend, nachdem wir ja vielfach aufgefordert worden sind, bei der Mammelsitzung der Servicegruppe Presse. Dort treffen sich halt aus den Bundesländern Leute aus der Öffentlichkeitsarbeit, die Anita Möllering ist dabei, der Bundesvorstand ist dabei, dort wird geschaut, was ist gewesen, wie machen wir weiter pressetechnisch. Die haben sich sehr gefreut, dass ich da war und hoffen sehr, dass wir dort montagsabends um 8 vertreten sind. Ich sage mal prinzipiell, ich finde das total wichtig, dass man da so ein bisschen Pressearbeit koordiniert. Ich glaube, das würde nicht nur dem Bund helfen, sondern uns auch, wenn wir da so ein bisschen enger arbeiten könnten und so ein bisschen sagen würden, was geht hier gerade an Themen, was läuft. Will aber auch sagen, dass das nicht der nächste Job ist, den ich mir hier ins Bein binde. Also ich fände es gut, wenn wir vielleicht 2-3 Leute hätten, die das machen würden, vielleicht im Wechsel hingehen, weil ich finde, sich jetzt einen Abend komplett in der Woche zu blockieren, das ist für jeden, der es tut, einfach unschön. Das muss auch nicht sein. Aber ich fände es nicht gut, wir würden es so machen wie, ach ja, irgendeiner wird schon gehen, weil dann geht wieder keiner. Und da fände ich es tatsächlich klug, wir hätten vielleicht ja 2-3 Leute, die sich miteinander absprechen würden und sagen, gut, einer von uns geht dahin. Das ist jeden Montag es hat auch nicht lange gedauert, muss man dazu sagen. Das hat um 8 Uhr angefangen, das war ich um 10 nach 9 oder so waren wir fertig. Also es ist jetzt auch nicht bis tief in die Nacht. Ich fand das auch spannend, also ich werde garantiert auch wieder hingehen. Ich sage mal eben, worum es gestern ging und dann sind halt auch schon so ganz konkrete Forderungen oder Wünsche an uns gekommen. Es geht darum, dass man versucht, einen Gastbeitrag unterzubringen. Und zwar hat es ja in den Medien gegeben, halt diese Fernseher, die plötzlich mithorchen, wenn man sich vor dem Fernseher unterhält. Und Mattel will jetzt wohl eine Barbie-Puppe rausbringen, die Ähnliches kann. Also die Überwachung in das Kinderzimmer tragen. Und da ging es darum, dann ist Daniel dein Name genannt worden, Daniel, ob du vielleicht Lust hättest, einen Gastbeitrag prinzipiell über die Entwicklung der Überwachung, auch bei täglichen Medien wie einem Fernseher, einer Barbiepuppe, ob du Lust hättest, da vielleicht einen Grundsatzartikel zu schreiben, den man versuchen würde, als Gastbeitrag in einem größeren Medium unterzubringen. Okay, also ich hab wohl gesagt, dass ich da heute irgendwie eine Rückmeldung gebe, mich mit Anita in Verbindung setze und hier irgendwas sage. Können wir auch vielleicht gleich zu zweit noch mal eben drüber sprechen. Das nächste ein Thema war halt
wir das mit dem E-Perso, der elektronischen Gesundheitskarte und diesem SIM-Geld ausgeht. Auch da war die Frage, ob wir da was zu schreiben wollen. Und zu beiden Sachen war halt die Frage, ob man da nicht eine Anfrage an den Bundesdatenschutzbeauftragten schreiben könnte. Also wie der dazu steht, einmal zu dieser Fernseh-Barbie-Puppen-Geschichte, aber auch wie das mit dieser Kartengeschichte ist. Und ich habe halt auch da gesagt, ich würde da irgendwie eine Rückmeldung zu geben, wenn wir hier jemanden haben, der sich, sage ich da mal, mit auseinandersetzen will, der vielleicht auch so eine Anfrage auch an unseren Landesdatenschutzbeauftragten schreiben kann. Wäre schön, wenn wir da irgendwie vorankämen. Und dann das Zweite ist eine ganz konkrete Anfrage an den Olli und an den Patrick Breyer. Am Donnerstag ist die erste Beratung der PKW-Maut-Gesetzentwürfe. Und es wäre schön, wenn man halt im Vorfeld, also im Grunde im Vorfeld der Debatte, sprich direkt, wenn man das Mittwoch noch raushauen könnte für Donnerstagmorgen, da vielleicht auch eine PM so machen könnte, die man auf Bundesebene veröffentlichen kann. Und das wäre halt die Frage an dich, ob du dich da in der Lage siehst, da irgendwie was zuzumachen für die Bundespresse. Die Bundespresse hat ja schon mit mir da zusammengearbeitet bei PMs, aber auch bei Blogbeiträgen zu dem Thema. Ich bin jetzt gleich in den Niederlanden nach der Fraktionssitzung und komme erst morgen wieder. Das heißt, wird ein bisschen knapp, aber ich werde mich da mal zurückmelden. Meldest du dich direkt bei Anita? Ja. Also dann braucht ihr mich jetzt nicht nochmal wieder als Proxy, dass ich dann... Ich nehme den Anita-Patrick-Breyer-Weg. Ja, alles klar, danke. Und Daniel, wir... Weil du das SIM-Kartengate gerade angesprochen hast, da gibt es auch was in der Mache ist, gerade hier seitens der Fraktion. Das kann ich dir sagen. Würdest du dich dann freundlicherweise zu dieser Thematik auch vielleicht mit der Anita direkt in Verbindung setzen? Weil es ist einfach blöd, wenn du mir was sagst und ich schreibe die Anita an und erzähle dir, was du gesagt hast. Kann ich sowieso machen, beziehungsweise mache ich ja sowieso, bin ja mit der Anita sowieso gelegentlich in Kontakt. Aber das geht ja auch über die Fraktionspresse. Ja, aber es wäre schön, wenn die heute irgendwie, einen kurzen Wink von dir bekäme. Ja. Ich finde halt auch die Sache mit diesem Bundesdatenschutzbeauftragten interessant. Da kann ich nichts zu sagen. Und vielleicht, was ist das, eine Frau, genau. Das ist diese komische Tuse aber vielleicht schaffen wir es ja als Fraktion, irgendeinen Referenten da mal 2 Stunden dran zu setzen. Das kann doch nicht so ein Drama sein. Der NRW-Datenschutzbeauftragte, der kommt hier auch angeschrieben. Ja, das kann der Matthias, der kann das garantiert. Was die eigentliche Ausarbeitung von kleinen Anfragen angeht, das ist mit Sicherheit nicht so sehr das Problem. Da denke ich mal, das kriegen wir auch vernünftig hin. Mir wäre es wichtig, dass, wenn wir das halt machen, dass wir dann ganz bewusst auch immer CC halt unsere eigene Pressestelle mit reinnehmen, damit diese auch im Vorfeld natürlich gleichfalls informiert ist, um entsprechend reagieren und handeln zu können. Sondern wie wir dies zukünftig montags mit eingefüttert kriegen, in der Verteilung das zu besuchen, weil es ist definitiv eine wichtige Veranstaltung. Die Kalender von uns sind gleichwohl natürlich auch schon sehr gefüllt. Das kriegen wir auch irgendwie hin, so wie halt bei den Landesvorstandssitzungen alle 2 Wochen. War das jetzt in dem Zusammenhang das Aufstehen oder? Ach so. Von daher, Moni, noch was Abschließendes? Ja, ich hätte gerne gewusst, was das heißt. Wir kriegen das irgendwie hin. Ja, wir müssen also das. Also ich möchte jetzt einfach also ganz wir klar, können jetzt hier gerne ich möchte jetzt das ganz ganze klar zum Beispiel wissen, ob es hier schon 1 oder 2 Leute gibt, die prinzipiell bereit sind, sich den Job mit mir zu teilen. Punkt. Also wenn ich jetzt 2 Leute oder 3 Leute habe, dann weiß ich, die schreibe ich oder ticker ich an, wenn ich selber nicht kann, dann müsste das ja eigentlich funktionieren, bevor wir jetzt sagen, wir kriegen das irgendwie hin. Jetzt habe ich gesehen, von der Reihenfolge her, ja, darf ich weitermachen? Vielen Dank. Das sind
Joachim, Ingo und Tose. Kurz fragen, welcher Raum das in Mumble ist. Das ist mal da, wo der Schreibi ist. Da weiß ich nicht, ob ich komme. Ingo. Ich wollte nur einen kurzen Einschub geben, weil der Zungenschlag von wegen, die SG-Presse möchte gerne endlich mal mit der Fraktion sich abstimmen, möchte ich jetzt nicht so einfach hier im Raum stehen lassen, weil es gibt eine Abstimmung. Also da ist jetzt nicht Holland in Not. Es gibt einen wöchentlichen Bericht der Fraktionen, die Pressestelle jede Woche gibt. Wie bitte? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Hätte ich auch nahe sagen können. Das, was du dienstags gibst, geht an die NRW-Presse. Und was Moni ist die Bundespresse. Ja. Also ich kann sehr wohl, Olli, mit einem Augenzwinkern sage ich das, sehr wohl unterscheiden zwischen NRW und Bund. Und beide Institutionen und beim Bund sogar die SG-Presse und auch die SG-Social Media und auch die SG-Website kriegen den Bericht der Fraktionen. Und das jede Woche. Von daher habe ich bislang es für mich persönlich zumindest nicht notwendig erachtet, montagsabends um 20 Uhr in Mumble zu sein. Wenn jetzt MDL sich bereit erklärt, montagsabends da zu sein, finde ich das gleichwohl sehr, sehr gut und auch sehr wichtig. Würde aber auch da gerne bei den Inhalten, die dann da besprochen werden oder besprochen werden sollen, involviert sein, weil es macht logischerweise keinen Sinn, dass ich mittags einen Bericht der Fraktion abgebe und ein MDL den entweder nicht kennt oder der MDL was anderes sagt, was dann nicht im Bericht der Pressestelle aufkommt. Also da fände ich es einfach supi, wenn man sich dann abstimmt und die Pressestelle des Hauses dann halt eben entsprechend involviert wird. Gut, Toso. Ja, wir sind beim kurzfristig wiederholenden Teil. Wir hatten das gleiche Thema auf der letzten Fraktionssitzung bereits auch schon. Und auch bei der letzten Fraktionssitzung ging es nicht darum, dass unsere Pressestelle sich da besser vernetzt. Sie ist hervorragend vernetzt, sondern dass jemand aus unserer Runde von diesem MDL, dieses Drei-Buchstaben-Kürzel-Dings, sich montags dahin begibt, um direkt Ansprechpartner zu sein, weil es ist eine Sache, wenn der Ingo ganz viele Berichte schreibt und alle auf dem Laufenden hält und die Leute das auch wirklich lesen. Ist aber eine ganz andere Sache, wenn ich da mal Fisch und Fleisch direkt vor mir habe und vielleicht auch mal eine doofe Nachfrage stellen kann. Oder auch in die Zukunft gehe und sage, was hat Plan, du vor? Plan! Teufel! Darf ich noch einen? Also wenn hier MDL in der Lage sind, Dinge zu planen, wäre ich dankbar für diesen Machst du meinen Urlaub? Ja, und von daher wäre es einfach toll, wenn sich da jetzt wirklich eine Gruppe findet. Das darf aber nicht wieder so versacken wie die Teilnahme an den Vorstandssitzungen. Das wollten auch Menschen machen, hat auch genau zweimal geklappt. Bitte, Toso. Ich war die letzten vier Male, beim letzten Mal war ich verhindert. Was wolltest du jetzt gerade sagen? Beim Bund? Ach, beim Bund, das ist natürlich leider versagt, übrigens nicht nur bei uns. Gut, also habe ich einen neuen Montagstermin. Vielen Dank. Wir haben 11.35 Uhr. Nein, das ist mir. Nein, das ging das um ist, ja, genau. Das ist mir auch klar, Joachim. Ja, das weiß ich auch, Moni. Wunderbar. Damit würde ich sagen, sind wir bei Top 10 durch. Und wir müssen intern dann halt klären, wie wir das zukünftig verteilen. Das können wir jetzt hier machen oder wir können es halt intern klären. Genau, und man kann sich dann auch. Genau, und Moni wird sich auch melden, das ist auch gut. Von daher würde ich dann den Bereich Sonstiges im öffentlichen Teil schließen. Daniel, bitte. Wir haben vor 5 Wochen einen Beschluss gefasst, dass wir die Operation Last Chance, die anderen Fraktionen befragen wollen. Da würde ich gerne wissen, was da zwischenzeitlich geschehen ist. Ich habe momentan noch keine Rückmeldung vorliegen. Ich wollte dazu nachher mit dir auch sprechen. 11.36 Uhr, ich würde ganz gern bis 11.50 Uhr eine Pause einläuten und
hiermit dann auch den öffentlichen Teil für heute schließen, um dann in den ersten fraktionsöffentlichen, Klammer auf, nicht öffentlichen Teil um 11.55 Uhr zu gehen. Von daher vielen Dank für die Leute, die zugeschaut haben und wir sehen uns nächste Woche Dienstag spätestens. Bis dann. Tschüss.